da absolut mein Fehler gewesen. Habe zu viel probiert. Ich habe gewusst, dass man noch mal einen schönen Schritt nach vorne gehen könnte, wenn alles passt. Auto ist in dieser extremen Belastung sehr schwierig zum Fahren. Und wenn dann noch so ein Einfluss dazu kommt, dass man den Körper ganz leicht straft, dann ist das Auto fast unkontrollierbar und ist genau was. Aber war absolut mein Fehler, hab mein Kappen nicht mehr. Gerd, vorher Verbesserung um ein paar hundert Sekunden, aber jetzt natürlich das Training fertig. Außer Alesi tritt den Wagen ab. Ja, schade. Ich habe schon die Zehntel gebraucht, aber es wäre nicht wahnsinnig viel drinnen gewesen. Ich glaube, eine halbe Sekunde im besten Fall wäre drinnen gewesen. Und somit wären natürlich auch vielleicht ein paar Plätze gewesen. Aber ich glaube, wenn man so am Grat wandert, wie wir momentan machen, dass einfach das Auto nicht optimal ist und man versucht es dann einfach mit 110%igen Einsatz zu machen, dann passieren so eine Sachen. Alesi hat heute Vormittag gedreht, hat mir genau das Gleiche gesagt, ich habe einfach zu viel. Ja. Und genau dasselbe jetzt. Ja. Ich habe dann einfach gesagt, okay, hopp oder top, es hat nicht gegangen. Morgen mit dem Ersatzauto? Ich glaube schon, das Auto glaube ich ist fertig. Und wie kann das der Fahrer psychologisch wegstecken? Ein Auto, auf das er sich ja nicht verlassen kann, indem er sich vielleicht sogar gefährdet fühlt? Nein, das würde ich nicht sagen. Das Auto ist bis zu einem gewissen Bereich okay. Und wenn es dann in den letzten 5% gehen muss, was man im Qualifying speziell damals, dann wird das Auto irrsinnig schwierig zum Fahren. Und im Qualifying muss man sich aber in diesen 5% bewegen. Und ich glaube, es ist fürs Rennen nicht so maßgeblich.